Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Unboxing. Die Degusta-Box ist da und wir packen sie gleich aus. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich wieder mal eine schöne Mütze aufhabe und sonst auch wieder besonders gut aussehe für euch. Ich bin ein bisschen erkältet, das hört man wahrscheinlich auch. Und mal schauen, was hier drin ist. Unboxing kann ich euch natürlich deswegen trotzdem nicht vorenthalten. Und hier geht's auch schon los. Wir machen das heute mal wieder so. So, Degusta-Box passt. Wie immer erstmal den Lappen oben drin und das wunderbare Verpackungsmaterial. Hier, schaut es euch nochmal an. Sehr schön. Ja, wir haben hier die Spoilerkarte, weg damit. Das wollen wir noch nicht sehen. Knister, knister. So, zuerst haben wir hier wieder mal Werbung, weg. Dann haben wir hier einen Riegel, Lebe pur, Bio-Rohkostriegel. Aronia Himbeere. Was könnte das denn sein? Das ist ja interessant. Ja, machen wir mal auf, probieren wir mal. Ne? Einmal mal schmecken und zeigen. Ne? Kann man auch mal machen hier in diesen Videos. Ich bin von diesen Riegeln immer sehr interessiert. Ich bin an diesen Riegeln immer sehr interessiert, weil ich finde die irgendwie interessant. So sieht das aus. Also schon mal schön eklig. Beißen wir einfach mal ab. Wenig süß, fruchtig und lecker. Ja, nicht so meins. Was haben wir hier noch? Oh, Apfelzimt, da hätte ich auch viel lieber den probiert. Sowas Bescheides. Hier, Lebe pur Apfelzimt. Und noch ein zweiter Riegel. Ne, den mache ich jetzt aber nicht auf. Alles kann ich auch noch nicht probieren. Schauen wir hier. Wir haben hier Brand Markenzwieback Minis. Super. No? Gerade wenn man krank ist, kann man sowas mal gut mal haben. Ne? Magen-Darm und so. Da gibt es ja inzwischen welche wirklich tolle mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das ist halt der Standard-Zwieback. Ja, wird bei uns jetzt so nicht oft gegessen, aber ihr kennt das halt. Ne? Was denn, haben Sie das Kind inzwischen ein paar Mal ausgetauscht? Oder ist immer noch dasselbe Kind da auf dem Bild? Ich weiß das gar nicht. Was haben wir denn hier sonst noch so drin? Wir haben hier drin was von Alnatura. Und zwar haben wir drin rote Beete-Cracker. Richtig interessant. Rote Beete Cracker. Guck mal, dabei sind, dann machen wir die heute auch mal auf. Ne? Checken das mal ab, ich muss euch das ja mal zeigen. Schaut mal, das ist so ein Ding hier. Sieht aus wie eine Zunge, ne? Kann ich jetzt hier. Ja, schmeckt ungefähr so, wie sich das anhört. Rote Beete Cracker. Kaum gesalzen. Eigentlich gar nicht. Langweilig. Also manche Leute stellen sich sowas unter ihr Bier. Es geht, also man kann das essen, aber das hier endgeil geht anders, sag ich mal so. Ist auch noch bekannt vor, sowas habe ich doch neulich schon mal gesehen. War es nicht sogar in der letzten schon drin? Diese Chip-Soßen-Suppen, ja, diese Nudeltöpfe, finde ich aber nicht schlecht. Na, das ist wieder von Nissi. Nissi kennt ihr ja, ne? Ist hier der bekannteste Anbieter eigentlich, glaube ich, sogar für sowas. Und das ist dann halt so ein fertig Nudeltopf. Ne? Schnell gemacht. Finde aber nicht schlecht. Der letzte steht immer noch da. Jetzt haben wir sogar schon zwei. Das heißt, ich kann mir hier jetzt richtig die Nudeln reinpfeifen demnächst. Ja, finde ich aber auch nicht schlecht. Finde ich nicht verkehrt. Ne? Gab es ja nun letzten Monat schon, aber auch das finde ich irgendwie nicht schlimm, wenn sie den Items wiederholen. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch Paprika-Kesselchips. Ja, auch von Alnatura. Die werden auch relativ ungesalzen sein, wie immer. Gekocht von Dirk. Das finde ich ja super. Die sind von Dirk gekocht. Moin Dirk. Ne? Schönen Dank fürs Kochen meiner Chips. Finde ich super von dir. Ne? Ja, probiere ich jetzt nicht. Alnatura, coole Marke auf jeden Fall. Kann man machen. Die werden wahrscheinlich sehr, sehr lecker schmecken. Also finde ich gut. Von Hand gerührt, kross gebacken, von Dirk gekocht. Vielen Dank. Ach ja, was haben wir denn hier noch? Oh, wir haben Nudeln wieder mal. Rote Linsen Spirelli. Ja, das hat nichts mit Autoreifen zu tun, das wäre Pirelli, das ist Spirelli und es ist natürlich wieder ein Bioprodukt. Mann, dieser Karton stört mich hier heute. Normalerweise würde ich das ja in der Küche machen, aber das geht heute nicht. Da sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Ne? So, wir sehen hier ne, Spaghetti. Rossmann, das ist sogar Rossmann von Rossmann. Finde ich ja witzig. Zubereitung aus Hülsenfrüchten. Rote Linsen Spirelli. Keine Ahnung, was ist denn das Besonderes? Traditionell hergestellt, langsame Trocknung, niedrige Temperaturen, bla 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 bla. 100% rote Linsen. Aha,
Das ist also keine wirkliche Nudel, sondern das ist, sind rote Linsen. Das finde ich ja faszinierend. Das finde ich ja faszinierend. Ne? Das finde ich ja echt faszinierend. Cool. Da sind 5 Portionen drin, 250 Gramm. Das probieren wir auf jeden Fall mal aus. Da bin ich mal sehr gespannt. Aber auch da werde ich euch jetzt keine vorknistern. Das wäre ja blöd. So, was haben wir hier noch drin? Wir haben hier noch drin... Was ist das denn? Ach geil, wir haben hier Hoden drin. Nein, das sind natürlich keine Hoden. Aber sie könnten... ne? Das sind Suppenklößchen von Leimer. Ne? Kleine Kugeln. Ne? Ich habe die Bälle alle in der Hand. So sieht's aus. Suppenklößchen. Ja, lustig. Suppenklößchen. Sowas mag ich auch gerne. Ne? Was ist denn das für ein Material? Das ist Paniermehl, Weizenmehl, Salz, Hefe, Vollei. Wasser, Karotten, Porree, Kräuter. Ja, das sind halt diese Würfelchen. Ne? Man könnte die fast für Fleischbällchen halten, aber sind sie nicht. Oder eine coole Konsistenz haben. Ne? Also das ist schon geiles Zeug. Ich mag die gerne. Bin mal gespannt. Wir essen ja öfter mal Suppe. Da kann man das auf jeden Fall gut gebrauchen. Und die werden auch bei uns sicherlich eine Verwendung finden. So. Weiter im Karton. Wir haben einen an der Latte. Jetzt haben wir eben die Hoden in der Hand gehabt. Ne? Und die Latte dazu haben wir auch noch. So. Ne? Läuft. Ein paar viele aber. Ne, machen wir so. Warte. So. Das. So. Ne? Jetzt haben wir die Latte vor den Hoden. Entschuldigung, es sind ja keine Hoden. Es sind ja Suppenbällchen. Ne? Typ Latte. Latte Klasse. Matcha. Das ist dieser grüne Matcha-Tee als Latte. Weiß ich nicht, ob ich das mag. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich das mag. Mit japanischem Grüntee. Lecker und cremig. Also wenn das Zeug nicht schweinesüß schmeckt, dann mag ich das nicht. Das sage ich euch jetzt schon. Aber das finde ich... Da hat mich... Da hier, guck mal, Latte Matcha, hier Kokos. Das wäre doch noch viel geiler gewesen. Man kann auch Cookies mitmachen. Guck mal hier, da kannst du Cookies machen. Ne? Da steht hier drauf, so macht man Cookies. Hast du grüne Cookies? Das finde ich ja faszinierend. Ein mildes Milchteegetränk. 10 Portionen. Ja, Krüger, ne? Gute Firma, ne? Kennt ihr auch? Das ist auch wieder mal cooles Zeug. Das werde ich auch mal ausprobieren. Ne? Aber jetzt natürlich auch nicht im Video. Ich gehe jetzt nicht in die Küche und mache noch ein Matcha-Latte. Ne? Und dann haben wir hier zum Schluss, fast zum Schluss, das ist nämlich nicht das letzte Item, aber ich sage mal fast zum Schluss, haben wir noch mehr Brandartikel, und zwar sind das Vollmilch-Schoko-Dinger und die sind richtig geil. Da werde ich jetzt auch einfach mal pauschal. Wir sind heute mal in öffne Laune und machen das mal auf. Ich habe gleich die Tüte kaputt gemacht, dass man sie nicht wieder zufalten kann. Ihr seht einfach, das sind ganz normale kleine Brandzwiebacke. Zwiebacke oder Zwiebacks? Zwiebäcke? Keine Ahnung. Wie heißt denn die Mehrzahl? Zwiebacks. Und das ist auf jeden Fall mit Schoki und... Ja, kann man machen. Und jetzt ist die Kiste leer. Ja, hier, guckst du, nichts mehr drin. Weg damit. Und dann haben wir hier noch... Superfood-Drinks. Superfood. Superfood. Da werde ich dann zum Superhelden, wenn ich die trinke. Oder zu einem großen grünen Monster. Mal schauen. Das ist mit Sea Cheats und das ist mit Basil Cheats. Basil? Kennt ihr Basil? Limette Ingwer oder Rosenblüte Weichselkirsche? Limette Ingwer. Ich weiß nicht, ob man die schütteln muss. Ich hoffe es. Wenn da jetzt Kohlensäure drin ist, dann habe ich versagt. Und für immer. Kein Zucker zugesetzt. Es ist vegan. Es ist vegan. Ich probiere das jetzt. Ja. Riecht gut, ja. Jo. Schmeckt dezent. Schmeckt wie so Wasser versetzt mit. Also so wirklich mit viel wenig Geschmack. Aber kann man machen. Also es hat schon was von Limette und Ingwer ist ja ein bisschen Schärfe. Das finde ich ganz cool. Finde ich nicht schlecht. Die Dinger kosten wahrscheinlich 8,30 Euro das Stück. Also das ist immer teuer. Wir gucken aber mal. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier auf jeden Fall... Ah, man kann sich hier noch einen Smoothie machen, indem man das Zeug benutzt. Na, da kann man dann noch etwas anderes dazu führen. Und dann hast du einen schönen Smoothie, wenn du es in den Mixer füllst. Und du kannst dann hier eine Auberginen-Bolognese machen mit den Spirellis. So, sehr schön. Jetzt gucken wir mal, was drin war. Krüger, es hätte tatsächlich beide Varianten gegeben. Ich habe natürlich dann die jetzt vielleicht nicht so ganz meins ist. Classic halt, schade. Von den Alnatura-Chips, die werden auch so... Achso, 2,49 hier den Latte. Ne? Eine Latte kostet jetzt 2,49.
Bei Natura Chips 95 Cent. Ja, das ist natürlich eine Minitüte mit 50 Gramm. Dafür ist das schon recht teuer. Ne? Also ihr kriegt schon 200 Gramm Tüten Chips für 2 Euro, für 1 Euro sogar schon. Und das ist dann natürlich extrem teuer. Aber die sind natürlich von Dirk gemacht. Ne? Das könnt ihr nicht von euch behaupten, dass eure Chips von Dirk gemacht wurden. So sieht es nämlich aus. Ja, die Nudeln kosten 3 Euro. Finde ich schon ganz schön. Habe ich Nudeln in der Menge. Ne? Aber das sind ja dann auch wieder besondere. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken. 1,65 kosten hier die nicht schmeckenden Dinkelchips, ja, also Dinkel-Rote Beete. Also da könnte man tatsächlich noch ein bisschen mehr arbeiten, mit ein bisschen mehr Salz, dann würde man dem Ganzen etwas mehr Geschmack geben. Ansonsten muss man die Dinger dippen und dann ist das ja auch wieder fad. Sowas hier kostet 2 Euro, also 1,95. Mhm. Da sind ja Stöcke drin, da sind ja Körner drin. Da sind ja Teile drin, die da nicht hingehören. Kann sowas passieren. Sollten auch beide drin sein, also das ist auch korrekt. Und jeder davon kostet 1,95. Dann haben wir noch den Lebepur-Riegel, da sollten auch beide drin sein scheinbar. Oder vielleicht nur einer. Also 2 Sorten pro Box. Es sind also tatsächlich beide geplant. Und ich habe jetzt den probiert, der nicht so geil ist. Ich denke mal, der andere wird super sein. Die Brand-Dinger, ne, das ist immer so. Wenn irgendwas super süß ist mit viel Zucker und lecker, dann kostet das immer relativ wenig. Das kostet nämlich nur 1,19 Euro. Ne? Genauso wie die anderen Brand-Minis. Die kosten auch nicht mehr. Die Leimer-Dinger kosten 99 Cent das Stück und die Nissin-Suppe bzw. Nissin-Nudeln-Dinger hier, die Nissin-Nudeln, nein, Nissin, kostet 1,59. Also das ist schon mal wieder ganz okay. Was das jetzt insgesamt kostet, weiß ich nicht. Wir haben natürlich wieder Items drin, die man schon kennt. Das finde ich aber gar nicht verkehrt. Also manchmal meckert man und sagt, das kenne ich jetzt schon, warum ist das nochmal drin? Aber wenn ein Item gut ist und das Item interessant ist, dann freut man sich doch, wenn man das wiederkriegt. Also ich kaufe mir die Box ja nicht, weil ich jetzt unbedingt immer neue Sachen haben will, sondern auch Sachen, die mir gefallen haben, wo ich sage, oh geil, die möchte ich gerne wieder haben. Und die machen ja immer diese Umfragen und diese Tests, die man mitmachen kann. Und wenn man die mitmacht, dann entscheidet man ja ein Stück weit, ob solche Items vielleicht nochmal drin sind, weil man dann halt sagt, das war besonders gut, das hat mich besonders angesprochen oder so. Vielleicht ist auch alles nur Scheiße und Zufall, dass das eben nur deswegen drin ist, weil es halt gerade nochmal auf dem Markt günstig zu kriegen war, das weiß man immer nicht. Aber ich gehe ja davon aus, dass das mit den Umfragen zusammenhängt. Also dementsprechend, wer die Umfragen mitmacht, der hat dann natürlich auch ein Stück weit selber Schuld dran, wenn Items doppelt auftauchen. Ich finde das okay, ich freue mich wieder über die Box. Das ist wieder eine sehr schöne gemischte Box mit Sachen, die ich ausprobieren kann zum Essen, mit Sachen, die ich schon kenne, mit verschiedenen Chips und besonderen Dingen, die man so noch nicht kannte. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, das ist schon irre. Ich habe auf jeden Fall Spaß an dieser Box gehabt, wie immer. Wenn ihr so eine Box haben wollt, dann könnt ihr die tatsächlich über den Link, der in der Videobeschreibung ist, bestellen. Dann kriegt ihr die nämlich nicht zu dem Standardpreis von 16 Euro, sondern ihr zahlt nur irgendwie 8,99. Also schon mal einen richtig, richtig guten Preis. Ihr kriegt das also sehr günstig dann, wenn ihr das über diesen Link da unten in der Videobeschreibung bestellt. Ne? Zusätzlich hat das noch den Effekt, dass derjenige, dem dieser Link gehört, das bin im Zweifelsfall dann ich, ne, bei mehreren Kunden, die da bestellen, tatsächlich seine Box wieder umsonst bekommt. Das ist also ein Nebeneffekt. Ihr supportet damit also die Person, die da unten verlinkt ist. Das bin im Normalfall ich. Manchmal ist das auch ein Bekannter von mir. Einfach nur aus Spaß an der Freude. Ne? Aber ihr könnt das gerne machen. Bestellt da bitte über diesen Link. Dann kriegt ihr die Box auf jeden Fall schon mal super günstig. Ne? Und ich habe da auch was von. Ja. Wie hat es euch gefallen? Gebt mir mal ein paar Kommentare ab über die Besonderheiten dieses Videos. Sachen, die euch aufgefallen sind. Vielleicht ungewöhnliche Dinge. Vielleicht über den Inhalt der Box. Hat es euch gefallen? Findet ihr die Box cool? Werdet ihr die Box weiterkaufen? Erzähl. Ja. Daumen nach oben, immer gern gesehen. Klar, keine Frage. Ne? Und ein Abo, wenn ihr noch keins habt, nehme ich auch gerne mit. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.